Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Runde zu Space Hulk Tactics. Und ja, wir spielen weiter mit den Blood Angels. Und ja, dieses Hulk ist von Ungeziefer befallen. Zahllose Genstealer werden hinter jeder Ecke auf uns lauern. Aber das wird uns von unserer Mission nicht abhalten, Brüder. Gut, gehen wir mal weiter. Der Auspex hat mehrere Lebenssignale vor uns entdeckt, spürt die Xenos auf und schaltet sie aus. Die Xenos sammeln sich vor uns. Okay, das heißt, Brüder, töten. Oh, wir kommen nicht weiter. Eine große Gruppe Genstealer kommt plötzlich aus den Wänden hervor. Dieses kriechende Ungeziefer hindert dich daran, vorzurücken. Segnet eure Waffen und schreitet voran. Für den Imperator. Okay, wir müssen, ja, beschützt das Objekt 8 Züge lang. 3 Einheiten müssen überleben. Okay. Gut, dann machen wir das. Wir sind bereit. Los! Die Zunge ist eigentlich praktisch, wenn man mal Haare im Abfluss hat. Aber mal die Zunge hier abschneiden, reinpacken. Und hier mit dem Widerhaken kann man schön die ganzen Haare rausziehen. Scheiße, warum denke ich an sowas? Scheiße. So, ja. Ja. Aha. Gut, ich würde sagen, den dritten Bogen packe ich dahin. Dich, weil ich dich mag, packe ich dahin. Sergeant kriegt eine wichtige Aufgabe. Normaler Marine. Und dann muss hier noch einer hin. Haben wir hier Geschütze. Aber hier sind die Türen zu. Ah! Ja, wegfliege hier. Da ist ein Symbol. Und das heißt, wir können die Türen mit der Konsole öffnen. Und hier auch. Ne, hier sind sie offen. Kann ich die nur eine Seite aktivieren, dann die andere, oder was? Ja, Geschütze, 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 Geschütze. Achso, das ist Müll. Das ist Müll und das haben wir hier. Ach, hier ist auch ein... Ah, ich muss abwechselnd schalten wahrscheinlich. Die sind gerade offen. Da müssen wir mal gucken, je Bedrohung. Ich würde ja gerne mal hier so ein Feld quasi mal besetzen, aber wenn das so bedrohungsmäßig ist, dann würde ich das nicht machen. Warte mal. Ich würde sagen, das machen wir. Wenn ich ihn von da weg bewege. Ich mache erstmal nächste Runde. Ich überlege gerade mal was. Wir bewegen uns gar nicht. Wir müssen uns quasi einigeln, 8 Runden lang. Da ist schon mal so ein Pips, oder wie die Dinger hießen. So. Ja, süßer. Alles gut. So. Die stelle ich einfach mal dahin, damit er am Pult bleibt. Und zwei. So. Er bleibt hier. Auch. Die Geschütze sind offen. Aber er muss erstmal hier hin. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier eins. Ach, sieht man auf der Karte besser. Wir haben drei Punkte, wo die spawnen können. Wohl, oder? Sieht aus, der Pfeil sieht aus wie so ein Ausgang. Wo
aber sieht hier so aus, wie dass sie da was machen könnten. Oder ist der zerstörbar und die nicht? Ich weiß es nicht. Aber jetzt grob gesagt, 3 Punkte. So, wenn die beiden in die Richtung gucken, kann ja von da nichts passieren. So, hier durchmarschieren glaube ich eher weniger, weil hier ist eine Tür zu. Das heißt, die sind erstmal relativ safe. Die Bedrohung kommt nur von da. Hier ist Müll. So, er ist jetzt safe erstmal. Er kriegt ja hier Unterstützung. Da, hoffentlich beschießt er sich nicht gegenseitig. Und hier auch. Wenn er jetzt hier nach da guckt, dürfte es safe sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn wir ihn hier hinstellen würden. Ich habe ihn bewegt, ne? Das wäre natürlich jetzt richtig edel. Wenn er nach da guckt. Wenn sie laufen. Ich bin ein Symbiont. Baller hier, baller da und baller ihm. Das wäre natürlich richtig edel. Können wir schon Karte umwandeln? Geht das? Haben wir eine coole Karte? Machen wir jetzt einfach mal mit ihmchen hier. 3, 4. Lauf, Dickerchen. 1. Oh oh. Ich glaube, ich hätte den. Ach, der kann. Wir hatten noch jetzt 6 Punkte quasi. Wir haben noch 2 bewegt, oder nicht? Hallo, ich will noch mehr. Voraussetzung nicht erfüllt. Ich habe doch eine Karte umgewandelt. Warum habe ich denn die AP nicht gekriegt? Das ist doch frech. Dass man die AP auch nicht teilen kann. So. Ja, dann halt nicht Karte umsonst aufgebraucht. So, und der geht hier hin und guckt nach da. So, mein Plan. Ja, open. So, er kann jetzt noch 3 gehen. Ach, die AP sind nur für die Reichweite oder was? Ich krieg die Krise. Scheiße, hätte ich mal wissen müssen. Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass jetzt da von da keiner kommt. Oder ist er von diesen Geschützen automatisch weggeballert hat. Aber gut zu wissen, dass die Geschütze quasi auch unser Marine beballern. Plus unser Marine hat so eine dicke Motherfucker-Panzerung, dass da die Schüsse nicht durchkommen. Nächste Runde. Dann hätte ich dahin, wenn ich dahin, hätte ich dem Laufen, ich hätte ja auch vorher mal Geschütz wechseln können, egal. So, und wo kommt die Bedrohung? Da haben wir einen, mindestens einen. Da haben wir nichts. Da jetzt die Generatoren oder die Türen aufzumachen, macht keinen Sinn, weil er kommt ja eh hier rum. Und da haben wir nichts. Dann können wir dich aber jetzt hier auf AP. Das heißt, kommt einer, wenn einer rauskommt, wenn einer da, wunderbar, kriegt der mal auf die Nase. Das hört sich doch gut an. So, das hört sich fantastisch an. Da hingucken, mein Freundchen. Und zack. Dasselbe machen wir dann mit dir, aber ich traue mich, euch nicht so wegzubewegen. Overwatch. Und Runde beenden. Jetzt habe ich wieder mal Knacken. Dass ab und zu beim Laden der Sound so ein bisschen hängt. Also das müssen sie mal echt ein bisschen hinkriegen. So, da kommt nämlich einer raus. So, noch einer. Hauptsache, der hat unendlich Munition. So, Zug beendet. Da sind jetzt 2. Da ist immer noch keiner. Das heißt, hier Overwatch. Wir könnten ja einen Schritt zu. Ach, können wir nicht. Erstmal. Wir haben doch eigentlich einen Gratisschuss, ne? Mit der Bolter. Man sieht sie ja ganz weit weg. Was haben wir für eine Wahrscheinlichkeit? Ganz schlecht. Aber hat nicht gereicht. Einer hat überlebt. Na gut. Wollte ich mal gucken. Dann Overwatch. So. Ich hoffe, in die Kombination mit diesen 2 Geschützen und den einen Marine halten diesen Gang sauber.
So, ihr macht auch Overwatch Party. Vigilance, Brother. Vigilance, Brother. Da kommt nämlich gleich Dick Party und du machst schon Party und ja. Ich dreh dich einfach um. Und dann guckst du in die Richtung. Noch muss ich die Geschütze nicht umbauen. Weil du musst in der Nähe bleiben. Und dann war's das schon. Ende. Ich glaube, es war jetzt die dritte Runde, ne? Zug 3. 5 haben wir noch vor uns. Also 2, 3 Wellen kriegen wir noch ab. Die müssen wir abhalten. In the name of the Emperor. Die laufen nicht? Haben die Angst? Also ich mache hier auch nichts, mein Freundchen. Hier du. Doch, wir können jetzt mal ein bisschen rumballern. Warte mal ganz kurz. Ah ja, wir könnten ihn wieder nach vorne bewegen. Dann kriegen wir wieder einen Gratisschuss. Oder was passiert, wenn wir jetzt so schießen? Aber dieselbe Wahrscheinlichkeit. Feuer. Kam irgendwie nicht durch. Feuer. Ach ja, wenn wir zweimal schießen, haben wir aber eine höhere Wahrscheinlichkeit wegen diesem Dauerfeuer. Aber wir hat nichts gebracht. Das heißt, Overwatch ist einfach zu weit weg. Da kann der Marine nicht so gut schießen. So, Overwatch. 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 Wie weit kannst du? Ah, du kannst nicht so weit. Das ist doof. 1, 2, 3. Also nicht da hinten. Gehe ich nächste Runde mal einen weiter und muss ich 2 weitergehen. Das ist auch doof. Ich will ihn nicht so weit weg von der Konsole haben. Wir müssen reagieren können in einer Runde. Also, Zug 4. Was macht der Gegner? Haben wir die Schachmatt gesetzt oder was? Ich mache hier nochmal Overwatch, aber... Ah doch, hier bis hier geht, da kommt er. Das ist super. Das heißt, wenn hier jemand kommt und er verkackt hier, dann haben wir noch eine Chance, dass der Sergeant ihn aus der Scheiße holt. So, Overwatch. So, mit ihm machen wir dasselbe nochmal. Feuer. Jetzt haben wir ihn endlich mal getroffen, die Drecksau. Nochmal, Feuer. Und haben die nächste Drecksau getroffen. Zack, Overwatch. Overwatch. Und Overwatch. Und schon sind wir fertig, das war Zug 5. Jetzt ist der Gegner dran. Wir haben noch alle unsere Leute. 3 dürfen wir, glaube ich, nur verlieren. Müssen wir gleich mal gucken. Ah, da ist wer gekommen. Kommt noch einer. Und? Boah, seitlich getroffen. Und? Wer lebt hier noch? Warte mal ganz kurz. Da stand's. Genau. Beschütze ein markiertes Objekt. Das ist das Einzige, was blau leuchtet, ist da, wo unser Sergeant ist. 3 Einheiten müssen überleben. Und ja. Was? Zerstöre? Achso, Genstealer, okay. Dann spielen wir wahrscheinlich dieselbe Mission als Genstealer auch nochmal. Als Symbiont. So. Ich mag irgendwie das Wort Symbiont besser. Lieber. Schön in den Rücken schießen, gibt nur 31%, das ist wie verarschen. Feuer. Also sag ich doch, Rückenschießen ist geil. Und dann Feuer. Sag ich doch, Frontalschießen ist auch geil. Und wieder. Zack. Der hält den Gang frei. Wie heißt du überhaupt? Ach, du bist der mit der Kettensäge? Mindril oder Mandril, dich mag ich. Du bist jetzt mein Lieblingsmarine. So, zack. Nur der mit der Sturmkanone finde ich auch voll geil. Und dann machen wir gar nichts. Du sollst einfach nur... Genau. Overwatch. Overwatch. Und Overwatch. Eigentlich machen wir nur Overwatch hier, ne? Haben wir unsere feste Position, was sollen wir uns da noch bewegen? Der Gegner kommt ja nicht. Zug 6. So, da kommt da wieder einer. Und wir schießen daneben. Und ja, Zug 7. Und ihr werdet es nicht kaum glauben. Overwatch. Overwatch. Überraschend wird es jetzt hier sein. Overwatch. Und hier kommt auch eine Überraschung. Overwatch. So, hier gibt's kein Overwatch. Schießen. Schießen. Ja, komm, trau dich. Feuer. Nee, er traut sich nicht mehr. Gut.
Sind da drei oder zwei? Ich sehe es nicht mehr. Egal. So, und dann war es das mit Runde 7. Da haben wir schon quasi gewonnen mit Overwatch. Das ist sehr wichtig. Overwatch. Zug 8. Dein Zug. Husch, husch. Ich verstehe jetzt nicht, warum die KI nicht kommt. Also ich weiß, die müssen ja quasi, müssen ihre Truppen opfern hier, ne? Aber ich weiß nicht, ob er noch Truppen, er hat ja jetzt die drei Pings, ne? Aber wenn jetzt da das Feld belegt ist, dann können auch kein neuer kommen. Also er müsste doch rein theoretisch, wenn da ein bis zwei kommen könnten, dann müsste er doch ein oder zwei Feld mal ein bisschen wagen, ein bisschen voranzukommen. Da muss er halt mit rechnen, dass er hier seitlich oder da beschossen wird. Also sonst kommt er doch nicht hier über den... Kann er den Gang da nicht... Weil ich verstehe es nicht. So, aber wir haben ihn hier noch. Letzte Runde. Feuer. Kriegst du noch einen mit? Komm, Feuer. Ne, er kriegt keinen mehr mit. Die ducken sich zu gut. So. Und das war's eigentlich schon. Wir haben Errungenschaft. Die kommen nicht vorbei. Ja, das war nur eine kurze Runde. Ich glaube, die Runde davor war auch nicht länger. Sind ja angenehme Videos dann. Angenehm kurz, aber ich denke mal, das wird irgendwann größer und komplizierter. Ich weiß aber auch nicht, ob sich was an der Truppengröße ändert. Ich glaube, Terminatoren, auch im Universum von Warhammer, waren immer nur zu fünft. Man kann noch mehr dazu kaufen, aber standardmäßig sind die immer zu fünft gewesen. Und ja. Übernehmen wir so. Jetzt haben wir 1020 Teile. Wenn wir jetzt darüber gehen, neue Plips erschienen. Dann gibt es wahrscheinlich auch wieder eine Mission. Schnell vorbei. Ach, verdammt. Für den Imperator. Und finde und exfiltriere den Servoskull in 10 Zügen. Ja gut, dann machen wir das nochmal schnell. Da wird es doch ein bisschen länger, als ich dachte. Aber na gut. 10 Züge gehen schnell rum. Ich versuche mich zu beeilen. Wenn das Spiel mitlädt. Zack, komm, gib Gas. Weil ich hätte ganz schon, ich nehme, glaube ich, anfangs eher meinen ganzen Schrott mit, weil wir brauchen bessere Karten und in der Hoffnung auch bessere Ausrüstung zu finden. Damit wir mal die normalen Sturmtruppler, die wir haben, also die normalen Marines irgendwie besonders machen können. Vielleicht kriegen wir einen Apothekarius, ich glaube schon, dass wir den kriegen. Was der Special kann, weiß ich nicht. Vielleicht kann er dann andere Leute heilen, die verwundet sind. Das wäre natürlich super. Aber jetzt muss ich mal kurz gucken. So, Leertaste war. Erobert Ziel in 10 Zügen. Das wird wahrscheinlich... wo ist er denn? Achso, hier? Oh, hier brennt was? Oder was soll das bedeuten? Hier ist ein Geschütz. Und da ist die Kommandokonsole. Da müssen wir hin. Oder müssen wir das erobern und abhauen? Da können Tyranniden kommen. Da können kommen. Okay, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ja, dann würde ich sagen, mein Liebling kommt hier hin. Du brauchst schweres Feuer. Sergeant kommt hier in die Mitte. Und die anderen Sturmtruppen. Ich nenne jetzt Sturmtruppen, ich weiß nicht, ob die wirklich so hießen. Da steht da Sturmtruppe. Das sind, glaube ich, dann die normalen Terminatoren. Und ja, dann fangen wir mal an, diesen Servoschädel da einzufangen. Nee, komm, lass mal da raus. So, muss ich jetzt da reingehen und sagen, hallo Servoschädel, du hörst jetzt mir.
Und den müssen wir jetzt da rausbringen. Okay. Ach, fuck. Komm hier gar nicht. Hier ist ja kein Gang. Nein! Wir müssen komplett außen rum. Kriegen wir die Tür schon mal auf? 1, 2, 3, 4. Warte mal. 3, 6, 7. Nein, komm, mach mal auf. Das dürften sie nicht hinkriegen. So, du komm mal direkt hinterher. Das heißt, wir brauchen jemanden an der Konsole. So, hier brennt's, das heißt, von dort könnten sie ja nicht kommen, oder? Schicken wir mal einen vor. Und du kannst schon mal. Genau. Der Sergeant hinterher. Und den Gang kannst du ja schon mal sichern. Na los, trau dich, geh mal um die Ecke. Genau. Ich hoffe, das ist Feuer. Ich weiß nicht, was das ist. Entflammbar? Was soll das sein? Soll es heiß bedeuten? Ich habe keine Ahnung, weil hier ist das Symbol nicht. Hier ist es. Ich weiß es nicht. Lass uns überraschen. So, Enter. Versuche ein bisschen zackig zu gehen. Da kommen Signale. Verbrennen sich nicht. Okay, es scheint denen scheißegal zu sein. Das ist jetzt ganz scheiße, weil da kommt auch eins. Und machen wir nur. Ja gut. Der muss. Uns doch bewegt, oder? Ist hier nicht heiß? Was kann man in der Konsole machen? Oder steuert die Konsole das da? Warte mal ganz kurz. Kann ich dich da nochmal hinpacken? Guck dir mal die Konsole an und sag Hallo Konsole. Hallo Konsole. Interagieren. Was steuerst du? Wir haben das Geschütz aktiviert. Okay. Ja, ich glaube, es hat irgendwie nichts passiert. Das ist immer noch grün. Ach, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia. Wenn er sich einmal gedreht hat, gilt das als Bewegung? Testen wir es mal. So, kannst du dich einmal drehen? Und dann auch Overwatch. Ja, und dann sind wir... Ah, nee, hier unten. Beweg dich, sexy boy. So, du gehst in zwei Felder. Und... Overwatch. Ich weiß nicht, ob der jetzt zu mir gehört oder ob der gleich auf mich schießt. Ich hoffe nicht, aber der hat keine Punkte mehr. Können wir eine Karte umwandeln? Ah, da können wir nur mehr gehen, ne? Letztes Mal konnte man nicht schießen. Warte mal, wir machen es mal. Einfach eine Karte, die mich nicht interessiert hier. Ziel, nächste Nahkampf. Komm, umwandeln. So. Kann er jetzt hier? Ich habe Karte umgewandelt. Nein, du Horst! Habe ich die Punkte mit Drehung versemmelt. Ja, bringt nichts. Das ist nur, man kann damit nur gehen irgendwie. Vielleicht kann man das irgendwie auch noch verbessern. So. Ah, er wird weggeflamed. Okay. Super. Und jetzt freut er sich einen Ast ab. Oho, der hat sich da gedreht und dann kommt der nächste. Shredder. Wird durch eine Bewegung auf seinem Feld scharf gemacht. Zerstört zu Beginn eines gegnerischen Zugs jegliche Einheit. Also wenn er darauf steht. Okay. So, mein Buddy, Kumpel. 2, 4. Das ist natürlich scheiße. Rede nicht. Tut mir leid.
Charge. So. Understood. Dann Overwatch. Schade, dass man an die nicht vorbeischießen kann oder so ein Scheiß. Ich glaube, hier hätte der mit der schweren Kanone stehen müssen. So, interagiere. Okay. Warte mal. Was ist, wenn ich jetzt sage, Karte umwandeln? Und zwar quasi hier bis hierhin laufen. Hopp, 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 hopp. Er rennt quasi. Seht ihr, wie er rennt? Hopp, hopp, hopp. Ich muss mich bewegen. Ich habe mich bewegt. So. Und er macht dann das Schlusslicht. Wenn es geht. Es geht nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich rein bewege. Wir machen. Muss ich mich drehen? Dann machen wir. Hoffentlich, dass wir ihn wegknallen und dann kommt da keiner hoffentlich und dann kann er sich da mal vier Schritte bewegen. Und ja, er wird ein Problem hier, glaube ich. Gucken wir mal. Gut, also der obere kriegt keinen Nachschub. Ja, Surprise, da ist ein Symbiont. Und Surprise, da kommt noch einer. Wer hätte es gedacht? Und wir haben ihn weggeknallt. Super, aber da ist schon der nächste. Sind da zwei? Mein Freund. Alter Schwede, das sind noch mehr. Ey, ihr braucht einen Granatwerfer oder sowas. So, und der bewegt sich nicht. Alles nur Nahkampf, das hilft nichts. Fear my thirst. All is confirmed. Komm, beweg deinen sexy Hintern. Und auch du, dich müssen wir ja rauskriegen. Wir müssen gehen. War schon. Bin ich ja schlecht gegangen. Hm. War, dass man nicht so um Ecken schießen kann. Vigilance, Brother. Waiting for them. Ja, dann hoffen wir mal auf das Beste, oder? Oh, nee, 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 komm. Ich hoffe mal, er traut sich dann mal rumzukommen. Nein, er kommt durch. Oh Gott sei Dank. Jesus. Nein! Nein, schieß doch weg da! Kacke. Hm. Also der andere ist auch gestorben, quasi. Das Nervige ist wirklich, dass sie nicht vorbeilaufen können. Ne? Das heißt, ich kann mit ihnen nicht überholen in eine Ecke. Und er traut sich nicht, verdammt. Warte mal, nein, abbrechen. Ich versuch jetzt da wegzulaufen. Ja, okay, weglaufen ist ein bisschen viel gesagt. Wir versuchen mal wegzuschleichen. So, hier umwandeln. Damit mein Freund weiter weg laufen kann. So.
Offenbar macht das Geschütz da hinter ihm. Also erstmal müsste es ja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, diagonal 5, 6, 7, 8, 9. Das dürfte eigentlich viel zu weit weg sein. So, du gehst jetzt da lang. Jawohl, müsstest ihn sehen. Das heißt, wir sind einmal gegangen. Ein gratis Schuss, bitte. Feuer. Wunderbar. Liegt gut. Und... Vigilance, Brother. Ja. Wir müssen irgendwie weiter vorgehen, dass wir hier in die Ecken kommen, glaube ich. Einmal hier und da, dann kommt der blub und dann... Na, egal. In the name of the Emperor, waiting for them. Taking up position. Okay, hat er einen Servoschädel dabei, so ein fliegender Schädel. Werden, glaube ich, häufig als Datenträger oder Informationsgeber weitergegeben. Ich glaube, irgendwie sowas. Wenn ich falsch liege, bitte schreibt es mir in die Kommentare und berichtet mich. Und ja, nächste Runde. Wir sind kurz vorm Ziel, aber so schnell wie sie gehen, braucht man natürlich noch mehrere Runden. Und hoffentlich kommt da keiner mehr. Oh, da kommt immer noch einer. Oh Mann. Ich müsste rein theoretisch mit dem weiter nach vorne. Wir müssen da ja hin. Weil zurzeit ist es ja die Ecke, ist ja da umkämpft und quasi schneiden sie uns da den Weg ab, die Schweine. So, Rat ist gegangen. Warte. Hallo, Schnucki. Hat nur 31%. Er duckt sich natürlich. Habt ihr gesehen, wie flink diese Ratte ist? Ja, der andere kommt dann aber auch gleich. Der andere kann 1, 2, 3, 4, 5, 6 angreifen. Also der kommt an. Ich glaube, 6, 7 Felder können die gehen. Kommt an. Aber wenn ich jetzt hier auf Abwehrfeuer gehe, dann könnte er ja auch versuchen ranzukommen. Ach, ich weiß nicht. Ach, komm. Nein, fortsetzen. Ich riskiere es jetzt mal. Schieß nicht dir die Fresse weg, ey. Okay. Du musst echt sterben, Junge. So. Da gehe ich davon aus, dass wir ihn jetzt verlieren im schlimmsten Fall. Er geht's. Oh. Er muss sich ja drehen. Immer dieses ätzende Drehen. So, und na. Ich stelle ihn da hin, nächste Runde drehe ich ihn und er bleibt da fest positioniert. Wir müssen ja, glaube ich, jetzt nur den mit dem Servoschädel rauskriegen. Und ja. Geh mal zurück und dann sind wir ja fertig. So, da kommt jetzt der nächste. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn es anders passiert wäre. Und da kommt auch eine quasi in die Flut. Anfeinden. Oh, da kommt er angelaufen und... Ja, er kommt an. Ich hab's... Oh, er kommt nicht weiter? Kann man nicht schräg angreifen? Das ist gut zu wissen.
Na, 6 Felder können die gehen. Das wird uns quasi angezeigt. Über die Ecke gehen geht wohl, aber wir können wohl nicht über die Ecke angreifen. So, ja. Können wir schlagen uns? Ihr seid im Weg. Ihr seid im Weg. Es ist halt so, das ist nervig. Machen wir was Einfaches. Ich lasse dich zurück. Nein! Oh Gott, ich wollte nicht dahin bewegen. Zack, genau. Overwatch. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das hier am klügsten? Na? Also Nahkampf haben wir ja letztes Mal schon mit dem Sergeant gemerkt. Nahkampf ist nicht so doll. Und das ist auch nicht der mit der Kettensäge hier. Das ist ein Normalo. Wenn ich jetzt auf F gehe, mit 1 drücke, sehe ich da auch die Wahrscheinlichkeit. 17%! 17%! Ja, das ist ja natürlich wurscht. Das ist natürlich kacke. Ne? Ein und... Ach. Ja, Feuer. So, jetzt haben wir natürlich das Kunstwerk vollbracht. Jetzt braucht der AP-Punkt. Also. Ah, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot. Tja. 31%, das wird wohl nichts werden. Ui, soll man nicht sagen. Gut gemacht, Soldat. Gut gemacht. Das heißt, wir können mit ihmchen nur hier dran vorbei. Und der hat noch eine Bewegung? Oh, das ist ja perfekt. Hab ich vergessen. Wunderbar. Dann haben wir ihn fast rausgebracht. Er geht wieder einfach 2 Schritte zurück. Zack. Nächste Runde. Da sind wir noch 14 Runden raus, Mensch. Aber man kann sich hier sehr schnell den Weg selbst verbauen mit Feinden oder, ja. Eigentlich hätte die KI uns eigentlich hier auf dieser Seite, wäre echt fies gewesen, einfach immer da mit Einheiten auf dieser Seite bebomben können, dann hätten wir hier, wären wir nicht vorbeigekommen. Entschuldigung. Bei den Kollegen, den wir natürlich hier haben, den wollen wir natürlich nicht verlieren, der muss raus. Und das war's dann schon. Ja. Ging auch recht flott, die Runde. Das sind aber, denke ich mal, so kleine Gefechte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich wiederholen. Bin ich mir aber nicht sicher. Ne? Und dann können wir jetzt hier hingehen, zack, und haben den nächsten Gegenstand, die 50 Bauteile. Warum hier die Bedrohung immer noch so hoch ist, das weiß ich nicht. Aber hier würde ich sagen, machen wir erstmal ein Break und reparieren mal unsere Rüstungen, füllen unsere Kaffeetassen und ansonsten geht's nächstes Mal weiter. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!